So, hallo und herzlich willkommen hier in den LS22 auf der Nordfriesischen Marsch vierfach. Wir machen weiter. Ich habe 2 Nächte übersprungen, habe ganz vergessen, dass ich noch einen Auftrag hatte. Den habe ich natürlich nicht erfüllt, weil ich den Ende des Monats fertig haben muss durch die Einstellung. Egal, das geben wir jetzt erstmal ab oder schließen das. So, müssen denn Strafe zahlen, ne? Ist ja klar. So. Ich habe es immer noch nicht mit dem Mähwerk rausgefunden, warum der hier so versetzt, obwohl 10 Meter eingestellt sind. Aus Feld 20 machen wir jetzt aktuell Heu, weil wir unsere Kühe haben wollen. Ganz einfach. Wir wollen unsere Kühe, unsere ersten Kühe. Wir hatten ja in der ersten Folge, glaube, war das. In der ersten Folge hatten wir ja, Moment. Na komm, lauf, 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 lauf. In der ersten Folge hatten wir ja hier unsere Silageballen gemacht. Die sind jetzt gegärt. Zöpfe sind das alles, ja. Zöpfe. Kannst du Zopf reinmachen. So. So, das hatten wir gemacht gehabt und die werden wir jetzt schon mal. Wo will er denn hin hier? Er sollte doch bloß zum Hof fahren. So, Feld 1 ist erntereif. Den holen wir uns dann mal ganz schnell als Auftrag für 20.000. Geräte leihen können wir uns doch nicht. Vertrag akzeptieren. So. Hierfür hatten wir uns Maisgebüsch schon gekauft gehabt und habe hier dann schon dementsprechend das Feld 5 mit Hopfen gedroschen. So, er kriegt die Nummer 1. Wir brauchen aktuell aber noch Stroh. So, den geben wir mal 5er. Vorgewende, weich, 10% Überlappung. 15. So. Erster Wegpunkt und ready. So, was wollten wir mit denen jetzt anstellen? Irgendwas wollen wir mit dem machen. Er kriegt erstmal den Anhänger, dann kann der schon mal. Den Drescher abtanken. Also wir werden dann erstmal voll auf Grasflächen gehen. Für dieses Jahr. Ja, er wartet jetzt auf besseres Wetter. Haben wir sehr gut angefangen. Aktuell, es soll aufhören zu regnen um 10. Es ist aber schon um 10. Mensch. So, wo soll das Ganze hingeliefert werden? Getreidehandel. Feld 1 und Verkauf Getreidehandel und ab geht er. So, er braucht jetzt hier noch 31 Minuten, dann ist das Feld 7 auch gekruppert.
So, dann holen wir uns, gucken wir mal. Wir können ja noch keine. Also ich hatte mir aufgeschrieben, die letzte Mission war von Heiko. Gucken, ob der eine hat, weil bei dem können wir schon Geräte ausleihen. Hier, Heiko. Feld 74. Das war doch der, ne? Was will er denn haben? Er will dann auch hier Heu. Also geleaste Maschinen warten wir mal. Genau. Heiko können wir also schon machen. Mit geleasten Maschinen. Einen Steinsammler haben wir uns auch geholt. Mal was Gewagtes. Farbe Rot-Weiß. Gucken wir gleich noch in den Gebrauchtmarkt rein, ob wir vielleicht noch einen Traktor kriegen. So, das war 10 Meter. So, Feld 74 war das. So. Wo war denn das? Ach, da ist da unten. Feld 74, das waren wir bei 10 Meter. Zwei Vorgewinde, weich, ist okay. Überlappung brauchen wir nicht. Van den Kohl speichern wir uns so oder so nicht. So, kann der schon mal hin. Haben wir doch einen Traktor? Ja. Wir haben nur einen Traktor gekriegt für alles. Ach Mensch. So, dann gucken wir mal, ob Heiko noch mehr Aufträge für uns hat. Ja, hier ist noch. Das wäre Düngen. Aber brauchen wir aktuell nicht. Hat er vielleicht noch was zum Ernten? Hier hat er noch was zum Ernten. Nee, grubbern. Und da hat er noch was zu grubbern. Und da hat er was zu grubbern. Drei Grubber-Missionen. Machen wir. Machen wir alle drei. Dann kommt hier eigentlich mal Kohle rein. So, das war jetzt. Feld 34, ne? So. Feld 34. Wo haben wir das Feld? Ist er hier oben? Da. A2. So. So, erster Wegpunkt und los. So, dann nehmen wir uns den zweiten Auftrag, den, oder den dritten Auftrag von Heiko. Grobern. Feld 35. Ist das auch gleich dort? A2. Los. Und dann noch, ich glaube, ein war das noch, ne? Gucken wir mal nach. Eins, hat er noch was? Aber mehr hat er, glaube ich, nicht.
Doch hier. Pflügen, 5000. Nee, Unkraut bekämpfen. Ja, das machen wir nicht. Unkraut erstmal. Guck mal, wo war die Angelobermission von ihnen? Da. Feld 37. So. Da oben. Nee, irgendwas funktioniert hier gleich nicht. So, da. Erster Wegpunkt und los. So, dann haben wir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 Aufträge. Danach könnten wir uns dann rein hypothetisch ein Feld holen. Er wartet immer noch auf besseres Wetter. So, er dauert ja noch ein bisschen. Haben wir jetzt noch einen? Achso, Shop wollten wir mal gucken. Leider keine Traktoren. Schade. Wir bräuchten so dringend einen. Und das läuft. Müssen nur die Kurse nachher einspeichern zum Dings. Also, was steht denn aktuell bei uns oben? Eigentlich gar nichts. Der Drescher erwartet. Ich kann ja mal gucken, was als. Mittelgroße Traktoren oder holen wir uns erstmal einen kleinen Traktor? Hat der ist so fett. Wollen wir jetzt erstmal hier so einen kleinen Motorausführung, Reifen, Frontladeraufbau, ja. GPS braucht er nicht. So, kaufen. Dann brauchen wir noch ein Gewicht für den guten. Ich ja dann so weit. Farbe Fendt, Fendtgrün. So, Fendtgrün. Nö. Lassen wir dann weiß kaufen. Arbeit beendet. Oh, hier hat er nichts gemäht. So, fährt erstmal zurück zum Hof. Man kann dann die Presse holen. Dann können wir hier schon mal Heuballen machen für die Kühe. So, dann fehlt uns bloß noch Stroh hauptsächlich. Also, da ist er. Können wir dort schon die Silage reinschmeißen? Na, schick sie doch da raus. Für einen Hof reicht ja alle Male, ne?
So, und laden. So, 74.000. Ich glaube, das Ding machen wir erstmal voll, oder? Damit wir ein bisschen Zeit haben. Dann haben wir ein bisschen Zeit für noch ein paar Silagebällen zu pressen. Brauchen natürlich mehr Grasfelder erstmal. Müsste auch fast voll sein. Boah, da fehlt noch ein bisschen. Passt noch ein bisschen drin. So. So, haben wir denn aktuell 351.000 drin, die sind jetzt weg. Wenn wir mal stehen. So, dann geben wir ihnen jetzt die Ballenpresse. Und gucken, was wir dann als erstes für eine Produktion machen. Ja? Ich hatte ja gesagt, ihr habt eigentlich erstmal Saatgut oder sowas. So, Großladen, Feld 20. Sind aktuell die Felder hier. So, Feld 14 wollte ich mal gucken. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Eine Stufe noch. Damit der Ertrag besser ist. Ja, so ein großes Feld kann man es glaube ich erstmal noch gar nicht holen. 200. Sonst sind wir schon wieder fast blank. 159.000. Feld 28 können wir uns noch holen. Da haben wir auch dann noch eine Wachstumsstufe, weil hier sollen ja irgendwann die Trauben rauf. Komm, holen wir uns.
Obwohl, holen wir uns die? Ja, komm, die holen wir uns. So, noch keine Daten vorhanden, ist klar. Holen wir uns jetzt auch. pH-Wert okay, 80%, also wir könnten noch mal rauf. Wir könnten noch mal mit einem Kalkstreuer rauf. Dieses Hin- und Her-Swipen hier. Ja. Wenn wir den erstmal nehmen, schnell für Kalk. So fällt 28 war das. Falsch. 28 ist da. Gucken, ob wir da überhaupt noch Kalk raufkriegen. Meter genau, scharf. Ah, scharf, ne, wir machen weich. So. So, irgendwen hat er hier klingelt, nur irgendwen ist er fertig mit irgendwas. Oder ist irgendwo angekommen. Na, er ist macht seine letzte Vorgewende hier. Er fährt jetzt hier einmal fast umsonst. Da habe ich mir noch den Mod runtergeladen, hier mit der Ballenpresse. Mit Vorkammer. Also können wir denn im neuen Jahr, können wir denn die neue Presse holen. Und die dann verkaufen. Nachher wendet gerade, okay. Jo, das funktioniert sehr gut. So, wie ist denn das jetzt mit dem Wetter hier? Wir sind jetzt hier. So, Kalk, er ist angekommen. Gucken wir noch schnell, ob er hier noch Kalk ausbringt. So, guck. Na, gucken wir mal. Auf unser zukünftigen Traubenfeld. Oh ja. Er bringt noch Kalk aus, sehr schön.
Und die Räte für den Feld hat ein bisschen Kalk. Wir werden sehen. Ich glaube eher weniger. Ob der Kalk reicht oder nicht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt, LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Bis dahin, tschüss.